Hallo und willkommen zu unserem Urlaub. Heute wird gewandert und wir wollen gleich einmal mit dieser Bahn hier fahren. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, denn wir haben ganz schön viel Gepäck dabei. Also wir haben einen Kinderwagen dabei und das Baby. Also Justus meinte, das würde klappen, das wäre alles kein Problem. Deswegen müssen wir uns jetzt gleich mal überraschen lassen, ob das wirklich so gut klappt. Also wir haben herrliches Wetter. Eigentlich wussten wir ja nicht, ob das Wetter gut wird. Justus wollte sogar den Urlaub schon absagen, weil er meinte, es wird jeden Tag, den ganzen Tag regnen. Und jetzt haben wir einfach jeden Tag wunderschönes Wetter. Ich habe übrigens wieder ein Häubchen aufgezogen, weil die Sonne ziemlich brennt. Und ich möchte nicht, dass sie ja zu viel Sonne abbekommt. Hier sind noch ein paar Stöcker drin. Das sind meine, das sind Justus. Nehmen wir auch noch gleich mit. Der Rucksack, das ist der Wickelrucksack, der kommt auch mit. Ich bin in Wanderoutfit. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das alles so klappt, wie Justus sagt. Also wir können den Kinderwagen mitnehmen. Ich glaube, es wäre aber besser, wenn wir ihn hier lassen. Was ist mit dem Kinderwagen hier? Clara, bitte mithelfen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nicht mehr so viel Zeit? Nee, also wenn wir laufen wollen und wieder runterfahren wollen. Okay. Ja, ein bisschen helfen jetzt. Dann fahren wir jetzt ohne Kinderwagen. Ja, aber wie machen wir das denn jetzt mit dem dann? In der Hand halten? Yes. Yes. Oder hinter uns gehen. So. Jo und Clara sind vor uns. Jo und Clara! Winke, winke! Nein, keine winke, winke. Hallo Johann, hallo Clara. Hallo. Hallo Mami. Hallo. Kuckuck. Da geht's nach oben. Ich hab schon ein bisschen Angst. Du hast ein bisschen Angst? Weil das so hoch ist. Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Ich will ja nicht, dass mein Stock runterfällt. Ganz schön viel Sonne. Oh, ich habe Druck in den Ohren. Ganz vorne sind Johann, Elisa. Dann kommen Johann, Clara. Ganz vorne sind Justus und Elisa. Dann kommen Johann, Clara und dann kommen Mami und Baby. Wir sind wohl ein bisschen spät dran, also ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig noch runter mit der Gondel. Sonst müssen wir den Weg einfach runterlaufen. Boah, Anastasia schläft einfach. Als wäre nichts. Auch schon wieder Druck auf den Ohren. So, wir müssen jetzt noch eine Stufe hoch. Ah, ich darf nicht. Meine Karte geht nicht. Ach so, okay. Durchgeschummelt. Geht die wieder vor? Ihr seid. Wir brauchen Hilfe bei diesem Ding runterziehen. Ich habe schon Krampf in meinen Händen. Oh, guck mal, Papi und Elisa sind bereit. Ja, stellt euch mal hin jetzt. Aua. Oh, ich bin dran. Sehr aufgeregt. Und dann wird man umgestupst. Ja. Nee. Aber mir wird erst klar, guck mal, also wie weit die Hütte in den Bergen ist. Das schön hier. Also, aber wir sind hier wirklich auf dem Dach der Welt. Ja, hier sind wir wirklich ganz oben. Wer will dann stehen? Gleich. Ich weiß nicht, wo Papi hin will. Papi, ich möchte, dass du kleiner. Soll ich mein Baby abnehmen, mein Schatz? Nee, das geht so. Ich hab, mein Baby schläft eh nur. Ist ja die ganze Fahrt verschlafen. Von ganz da unten
bis hier oben. Geht's? Das sind auch die Stöcker vom letzten Wanderurlaub. Du bist jetzt auch wieder. Das wird nichts. Du wirst uns auch noch hetzen, das weiß ich jetzt schon, das schaffe ich nicht. Achso, ich brauche ein bisschen Geld. Achso. Ich bin nämlich sowieso nur hier wegen Bäckerei. So, okay. In der Weihnachtsbäckerei. Viel Spaß, mein Schatz. Viel Spaß, ja? Macht ihr Fotos für Mami, ne? Ich will alles sehen. Wird nichts mit Baby. Ich bin leider auch noch nicht so fit zu Fuß. So 4 Monate nach der Geburt. Ja, bevor ich jetzt den ganzen Trupp da aufhalte. Und Justus hat sich so sehr auf diesen Tag gefreut, dass er mit den Kindern endlich auch in die Berge kann, weil wir in einem Resort sind, wo die Kinder unfassbar viel machen können. Das ist auch echt toll. Und die Kinder sind natürlich auch super begeistert. Oder sie waren heute Morgen schon Wakeboard fahren, also Wasserski gibt's. Also ganz, ganz viel Programm, Tennis und ja, auf jeden Fall super mega viel. Und Justus wollte eigentlich hierher kommen, um zu wandern. Und das macht er jetzt heute mit den Kindern. Ich will sie nicht aufhalten. Dann sollen sie einmal laufen. Ich setze mich jetzt da hinten hin und esse einen Gernknödel. Ja, darauf freue ich mich schon, mit richtig viel Vanillesoße. Anastasia schläft. Ich habe jetzt zwar keinen Kinderwagen dabei, aber egal. Vielleicht gibt es da eine Bank, dann kann ich sie da vielleicht hinlegen oder so. Ich muss ein bisschen vorsichtig laufen. Aber die Aussicht ist ja herrlich, ne? Schau dir das an, wow. Wahnsinn. Also ich liebe es. Ich finde das so schön. Wir sind auch richtige Wanderurlauber, also wir lieben ja Wanderurlaub. Normalerweise bin ich auch immer mit dabei, aber wie gesagt, jetzt ist es doch ein bisschen früh für mich. Aber sonst ist das einfach der schönste Urlaub immer für uns, ne? So ein Aktivurlaub. Absolute Enttäuschung, hier gibt es keinen Germknödel. Jetzt habe ich einfach einen Apfelkuchen genommen, wer es war. Guten Morgen. Und ein Wasser, genau. Ja, ich bin sehr enttäuscht. Mami hat sich auf den Gärmknödel gefreut. Jetzt muss ich hier sitzen und einen Apfelkuchen essen und warten, bis die Familie fertig ist mit ihrem Wanderurlaub. Also hin dauert es wohl eine halbe Stunde, zurück dann logischerweise auch. Und ich denke mal, mit den Kindern dauert es noch mal ein bisschen länger. Also ja, haben wir jetzt ein bisschen Zeit hier zu vertrödeln. Aber ich freue mich auf den Apfelkuchen mit Sahne. Sieht auch sehr lecker aus. Wir beide genießen jetzt diese Aussicht. Wir haben so eine riesen, Bank gefunden und sitzen jetzt hier und gucken so ein bisschen durch die Gegend. Also, der Papi hat gerade angerufen und er hat gesagt, sie kommen jetzt gleich zurück und ich sollte doch schon mal runterfahren, weil es gleich gewittern soll. Guck dir mal die Wolken da an. Ja, es ist ganz schön dunkel, aber wir warten noch. Na, wir haben ja doch Zeit. Wir liegen ja eh nur hier rum. Aber ich packe dann ja schon mal die Sachen und dann ja, müssen wir leider schon wieder runter. Also das war dann doch ein recht kurzer Ausflug, aber man ist halt auch sehr abhängig von dem Wetter. Es zieht schon ganz schön auf. Da kommen die dunklen Wolken, da hinten. Hier ist noch schön. Und da, ja, wird es dunkel. Donut! Wie? Wir müssen uns beeilen? Echt? Da ist ein Blitz eingeschlagen? Habt ihr gesehen? Ja, du sollst auch besser. Ja, wir haben dich die ganze Zeit angerufen. Ja, ich saß hier und. Okay. Ich pack das Baby ein, ja? Wollt ihr was trinken? Hier ist auch was zu trinken. Lisa! Alles gut? Guck mal, hier ist was zu trinken. Okay. Uiuiui. Ist wahrscheinlich schon zu spät. Ja, das sehen wir. Hier sind ja auch noch andere Leute. Die werden uns schon hier nicht zurücklassen. Wir müssen das Gewitter abfahren. Ja, ist auch nicht so schwierig. Boah, ist es windig hier.
ich kann nicht mehr, ich bin müde. Okay, wir sind gleich wieder an der Gondel. Ist zu spät. Wir fragen, ob wir noch mitfahren können. Familienabenteuer. Wir haben es leider nicht geschafft, aus den Bergen rauszukommen. Und denn hinter uns oder gerade über uns baut sich ein riesiges Gewitter auf. Und es ist sehr schön, so ein Gewitter in den Bergen, aber nicht, wenn man auf dem oder im Lift sitzt. Ja, wir wollen jetzt schnell nach Hause, genau. Also noch regnet es nicht, aber es wird deutlich kühler. Hallo Mami! Aber interessant, da hinten scheint noch die Sonne und hier ist das Gewitter. Au. Die kriegen Hagel ab. Okay, gut. Ah, das arme Baby. Und es dauert jetzt noch mindestens 10 Minuten, bis wir unten sind. Noch finden es Clara und Johann witzig. Ach, armes Baby, arme Mami. Kann das Ding nicht schneller sein? Schneller als Schleich. Lisa, pass auf. Ich mach mal den. Hier drüber, ja? Du hast gut? Aber meine Beine nicht. So, jetzt fängt es richtig an zu hageln. Okay. Oh shit. Oh mein Gott. Jetzt wird nass. Oh nein, da unten ist die Station, bitte. Kann das Ding nicht schneller fahren? Wir sind gleich da. Nancy versucht gerade mit dem Rucksack das Baby zu schützen. Und jetzt ist das Gewitter genau über uns. Ja, so schnell kann das sein in den Bergen. Ja, wir werden alle sehr, sehr nass hier gerade. Ich habe ein leichtes Unglücklichkeitsgefühl. Ich glaube, alle haben ein Unglücklichkeitsgefühl. Vor allem meine Hose ist jetzt nass. Jetzt schon. Ja? Urlaub in den Bergen. Und da ist die Station. Ich schaffe jetzt nicht, da runterzukommen. Ohne total nass zu werden. Oh Gott. Mann, jetzt haben wir auch noch Rieseneiskörner-Regeln auf uns ab hier. Au, oh, verdammt. Guck mal, Lisa, ich komme über dich drüber. Warte kurz. Au, au. Eiskörner. Ach, mein Schatz. Gar nicht toll. Das sind die Eisbären hier gerade auf uns runterhalten. Ja, genau so. Bevor der Hauptteil kommt, der kommt nämlich gerade noch. Schaffen wir es, glaube ich, gerade noch nach unten. Da ist das Ziel. Oh, wir sind jetzt im Auto. Komplett nass. Und eben hat es auch noch sogar gehagelt. Das war richtig dick. Und vor allen Dingen auch, als wir noch auf der Bahn waren. Da fing es dann auch plötzlich an zu hageln. Es war Eisregen. Ja, Eisregen. Also richtig dick. Und dann habe ich nur noch irgendwas über Anders Teil gehalten, damit sie nicht von diesen
Eisdingern da getroffen wird. Und da hatte ich sogar diese Eisdinger gesehen und die waren richtig wehgetan. Ja, ne? Wurdest du auch getroffen, Elisa? Ja, ganz viele. Oh je. Aber du bist ja trocken geblieben, ne? Zum Glück haben wir aber diese meine Regenjacke. Hose so. Ja. Ja, meine Hose ist auch komplett nass. Komplett nass. Das war ein schönes Familienabenteuer, Papi. Ja, das bleibt auf jeden Fall in der Erinnerung. Ja, das bleibt in der Erinnerung. Ja, das müssen wir auch mal gemacht haben, ne? Bei Gewitter auf den Bergen. So richtig schön nass werden. Aber auch wieder das unkomplizierteste Bibi hat ja, das einfach über sich ergehen lassen. Aber doof, sie ist trotzdem so nass geworden, weißt du, von meiner Jacke, da hatte ich den Einsatz gar nicht für sie. Ja, und dann hat man so eine Tragejacke und da habe ich den Einsatz nicht reingemacht. Da ist sie trotzdem nass geworden. Ja, nee, das ist im Hotelzimmer. Ja, ärgerlich. Nein. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal ins Hotel und dann uns umziehen, vielleicht ein warmes Bad oder ab in den Pool. Ab in den Pool. Genau. Und in den Draußenpool. Aber jetzt kommt die Sonne raus, Justus. Das hättest du einmal 5 Minuten gewartet. Ich hab dir doch gesagt. Ich hab dir gesagt, lass uns jetzt hier warten. Und ich Wetter zieht schnell vorbei. Ja. Ich hab auch gesagt. Nee, fahren Sie jetzt schnell runter. Ja. Ich hab jetzt auch gesagt, es wird dann eine Sonne schauen. Ja, jetzt scheint die Sonne, ne? Dann werden wir Ich hoffe, das Baby ist nicht erkältet. So, wir sind wieder zu Hause und genießen das Wetter. Hier ist unsere Aussicht ja immer noch. Kennst du ja schon? Tasse habe ich gerade gestillt. Süße Maus ist ja ein bisschen nass geworden bei dem Unwetter. Ein bisschen. Ja, ich habe mir so Vorwürfe gemacht. Ach nein. So. Mein Baby. Mir darf nichts passieren. Sind Tränchen geflossen, so. Aber muss nicht sein. Also, ihr geht's gut. So ein bisschen nass ist nicht schlimm. Ich will nicht, dass sie krank wird. So. Du bist es gut, ne? Ja. Naja, wir waren gerade essen auch. Also, die Kinder sind jetzt gerade alle weg. Johanna und Clara sind beim Pokern. Und Elisa ist im Kindergarten. Rundum Betreuung, Elisas Traum geht in Erfüllung, endlich den ganzen Tag lang Kindergarten. Ja, ja. Also ich hatte heute übrigens auch eine Massage und zwar zum ersten Mal in meinem ganzen Leben hatte ich eine Massage. Ich glaube, man sieht sogar hier noch in meinem Kopf, ne? Sieht man das nicht? Die Beule? Wegen der Massage? Nee. Was ja, ich lag ja zum ersten Mal so auf dem Bauch in so einem Massage-Dings, nein, so einer Liege. Das sieht man nicht. Ich fand das so cool. In meinem Leben habe ich das immer nur im Fernsehen gesehen und zum ersten Mal. Ja. Also sich durchgeknebelt. Richtig doll. Nacken, Schulter. Und bist du jetzt erlöst? Naja, es ist ja nur so entspannungsmäßig. Ach so, okay. War aber schon toll. So, musst du mich immer angucken? Habe ich irgendwas in der Nase? Baby. Erstens wollen wir jetzt nochmal spazieren gehen. Mit dem Wetter. Ist ja deutlich abgekühlt jetzt. Es regnet nicht mehr. Doch, es regnet Nein, es noch. Regnet nicht mehr. Es regnet. Ja, es ist so ein bisschen diesig, aber es regnet nicht. Dann kann man gerne noch eine Runde gehen, bevor die Kinder abholen. Ja? Ja. Meinst du? Ja. Morgen will Justus nochmal los. Ja, sehr also wir haben ja so ein bisschen Unglück mit dem Wetter. Also sehr, sehr unbeständig. Ja. So ein paar Stunden, Sonnenstunden hat man schon, wollte schon wandern. Und die Kinder hatten morgen ganz viel vor. Ja. Morgen vormittags und dann ein bisschen nachmittags irgendwas machen, aber am Vormittag soll es schönes Wetter geben und nachmittags wiederum nicht. Also der Grund, warum wir hier sind, ist ja. Ja. Manchmal. Eigentlich schon, ne? Aber ein Abenteuer war es auf jeden Fall. Ja. Sehr interessant. Mit Hagel und so. Hast du das eigentlich aufgenommen? Ja. Ja? Gut. Justus hat sich entschieden, doch nicht mehr spazieren zu gehen. Ja. Ja, wir haben. Oder ich hatte kurz vorm Urlaub. Ist wärmer. Ja, schon ein bisschen kalt draußen. Ne? Kurz vor dem Urlaub hatte ich noch diese Babydecke gekauft. Die haben wir jetzt einfach mitgenommen. Das ist voll schön. Jetzt kann sie auf dem Boden so ein bisschen kullern. Genau. Ich habe sie wieder zurückgekullert. Und dann ist sie da. Und das ist der Babykoffer da. Ganze Babysachen drin. Sie waren mal alle schön sortiert. Und dann haben sie eben nasse Sachen gewühlt.
Jetzt müssen wir sie gleich auf Bett fertig machen. Jetzt warten wir eigentlich noch auf Johann Clara. Also Elisa ist schon wieder da. Elisa ist wieder da, ist selig. Es war so toll im Kindergarten. Ja. Achso, kann ich mal kurz zeigen, was sie mir hier gebastelt hat. Ja. Na, jetzt habe ich ein Auge abgemacht. Also, jetzt ist er traurig aus. Das ist ein einäugiger Schmetterling mit Wimpern, ja. Aber ja, Elisa hat gesagt, ich bin das. Das bin ich. Mit den langen Wimpern hat sie mir extra gemacht. Ist das nicht süß? Ja. Ich habe extra lange Wimpern gemacht. Ja, du hast den Kindern gestern noch gesagt, warum habt ihr lange Wimpern und ich nicht? Wolltest du dir nicht die Wimpern rausziehen? Ich hasse das ja auf. Hast du aber gut an meine Kinder vererbt, mein Schatz, muss ich sagen. Aber den Humor, den geben wir weiter. Das ist ganz wichtig. Den Humor und die langen Wimpern. Und den Knackarsch, hast du mal gesagt. Ja, den auch, mein Schatz. Den hast du auch vererbt, ne? Ja, also nur die guten Sachen. Was hat Clara vorhin gemacht, dass sie gelacht hat? Oh, sie hat irgendwas. Ach so, doch, sie hat so gelacht. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das ist unser Ding, ja? Eins, zwei, drei. Macht einen süchtig, das Baby zum Lachen. Ja, bei dir hat es geklappt mit Kohlrabi, aber wenn ich sage Kohlrabi, still. Ne? Mit dem Bein legen. Und dann muss ich 1, 2, 3 sagen. Ne? 1, 2, 3. Nur das Küssen, das muss nicht sein. Doch, das magst. Das magst du? Ja. Vom Papi. Ich weiß, was Clara gemacht hat. Sie hat so gelacht, wie sie immer lacht. Also wie das Baby immer lacht. Nee. Ich kann, glaube ich, nicht lachen. Nein, auch nicht. Hochwerfen mag sie. Das mag die Mami aber nicht. Eins. Zwei. Drei. Oh, Johann Clara, komm. Achtung, Achtung. Jetzt bin ich gespannt, was es zu erzählen gibt. Hallo. Na? Hallo. Kommt mal her, ich will alles wissen. Ist jemand auch bei dir? Bist du allein? Nein, er spielt Fußball mit seinen Freunden. Ach. Also, wie kann man nur innerhalb von 24 Stunden ganz viele Freunde finden? Es kommt immer darauf an, ob du bessere Karten hast. Ja. Also, wir reden über Poker. Ja, genau, Poker. Ich habe am Anfang ganz viele Male gewonnen. Und ich habe eben mein ganzes Geld zu Johann gegeben. Eigentlich hast du gewonnen, ja? Ja. Du hast das Ganze. Er hätte mal ein Foto von dir machen sollen. Er hat sein ganzes Geld verloren. Und ich habe alles an ihn gesetzt. Also, es ging übrigens nicht um echtes Geld, um wirklich nochmal dazu sagen. Es ist natürlich nur für die Kinder. Spielgeld so, genau. Ja. Aber warum hast du nicht selber weitergespielt? Weil ich eben gucken wollte, was das Johann schafft. Also, ich wollte das Johann. Du wolltest Johann unterstützen? Ja. Ja, ach so. Wäre ja spannend gewesen, ob du nachher den Jackpot knackst, sozusagen, ob du nachher das ganze Spiel gewinnst. Das hat auch ein Mädchen geschafft. Ja? Ja? Deine Freundin oder ein anderes Mädchen? Ein anderes Mädchen. Ach so. Aber sie hat alles. Toll. Alles. Wahnsinn. Sie hat alles gewonnen. Krass. Cool. Ja. Schön, dass sie lernt, um Geld zu spielen. Ja, nein, also die Kinder sind ein bisschen arm Programm jetzt, ne, immer. Und wenn sie Spaß dran haben, ist doch toll. Also für die Kinder ist es auch, Johann hatte hier innerhalb von 5 Minuten einen neuen besten Freund gefunden, ne? Ja, ja, ja. Es ist total krass, so unkompliziert ist das. Aber er hat den auch erkannt mit Johann Loop. Das war auch süß. Ja, also die Kinder finden hier ganz schnell neue Freunde und spielen dann zusammen, verabreden sich, schon toll hier. Und Johann spielt jetzt auch Fußball mit seinen Kumpels. Ja. Und kommt dann auch nochmal hier. Es ist aber auch abgefallen, dass hier so viele Kinder sind. Also es ist wirklich, ja, hier sind echt viele Kinder. Was hast du eben gemacht mit Anastasia, dass sie so gelacht hat? Papi wollte das nachmachen, aber er hat es nicht geschafft. Was hat er denn gemacht? Er hat versucht so zu lachen wie sie, aber er hat ganz komisch gelacht. Du musst das mal zeigen, Clara, wie du das gemacht hast. Papi wollte das lernen von dir, Clara. Aber ich kann das nicht mehr so gut. Warum muss man sich dafür hinlegen? Weil ich das gemacht habe. Ach so. Guck mal, geht schon los. Jetzt hat sie nicht geguckt. Das probiere ich jetzt mal.
weiß nicht, ob sie das irgendwie schien. Mua! Kuckuck! Ja, eben komische Geräusche machen. Das ist nichts Witziges. Wird nichts. Oh mein Gott, ist das peinlich.